Im Wallis, da steht das Matterhorn. Und Matterhorn gibt es nur eins. Verliebt, verlobt. Und was kommt dann? Zum Heiraten braucht es immer zwei. Mein kleiner Bruder hat ein Velöli. Und Redli hat es dort dran. Drei. Ein Kerzenkranz gibt es im Advent. Und Kerzen drauf hat es meistens schau mal, an deinen Händen hat es Finger. 1, 2, 3, 4, 5! Manchmal bist du allein, manchmal sind wir zwei. Oder 3, 4, 5 zusammen, wo kann man etwas Nummer nehmen? Ganz egal, was wir gerade tun, Gott ist dort dabei. Wo zwei, drei, vier, fünf oder ganz viele Menschen zusammen sind. Zu Bern mit zur Stadt steht das Bundeshaus. Und Bundeshaus gibt's nur eins. Und Augen, Arme, Ohren, Beine. Von all dem haben wir alle zwei. Am Klee, da hat's ja Blättli dran. Normalerweise sind es immer drei. Ein Auto oder ein Traktor hat immer Rädli, nämlich vier. Schau mal, an deinen Füßen hat es Zehen. Eins, zwei, drei, vier, drei. Manchmal bist du allein, manchmal sind wir zwei. Oder drei, vier, fünf zusammen. So spüren, er ist da. Ist noch besser als im Lotto mal ein Sechser zu haben. Liebe Kinder und Erwachsene, als Anfang habe ich euch gerade ein kleines Rätsel. Ich möchte gerne von euch wissen, was Krone auf Latinisch heisst. Also Krone, die Krone. Was? Die wissen das nicht. Also nein. Ah ja, das stimmt. Man kann eben wirklich nicht alles wissen. Ich gebe euch einen Tipp. Das Lösungswort ist auch das Wort, das wir in diesem Jahr auch am meisten gehört haben. Ja, genau. Corona. Corona ist latinisch und heisst auf Deutsch Krone. Nein, nein, ihr müsst keine Angst haben, unser Gottesdienst heute handelt sich nicht von Corona. Wir besinnen uns auf eine viel wichtigere Krone. Auf die Krone, die der allerwichtigste König trägt. Sieht man echt die Krone überhaupt? So, aber jetzt begrüsse ich euch einfach nochmal richtig. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Gemeinde. Seid herzlich willkommen zur heutigen Familienweihnachtsfeier. Schön, seid ihr online dabei. Zum Anfang tue ich beten. Vater im Himmel, danke vielmals, dass wir heute Familienweihnachten feiern dürfen. Und auch wenn es viel schöner wäre, wenn wir uns alle in der Kirche treffen könnten, dürfen wir wissen, dass du bei uns bist. Gerade an dem Ort, wo wir sind. Danke vielmals, dass du immer und zu jeder Zeit an jedem Ort bei uns bist. Schenkt uns bitte den Blick aufs Wesentliche und offene Ohren und Herzen, dass wir dein Wort verstehen können und die Botschaft von Weihnachten zu Herzen nehmen können. Amen. Die Türen auf so weit, wie es geht, es kommt der Herr von Herrlichkeit. Ein König, wie es nur einer gibt, Heil und Frieden führt er mit. Er ist, was wahre Leben bringt. Alles freut sich, alles singt. Der Höchste, der alles lenkt. Er ist, der an uns denkt. Er ist ein Helfer, stark und gerecht und kommt auf die Erde als ein Knecht. Seine Krone heisst, er gehört zu Gott. Sein Zepter erkennt alle Not.
Er ist, wo die Angst zum Ende bringt. Alles freut sich, alles singt. Der Höchste, der sich verschenkt. Er ist, wo an uns denkt. Tue die Türen auf, so weit wie es geht. Es kommt der Herr vor Herrlichkeit. Ein König, wie es nur einen gibt, und Heil und Friede bringt er mit. Er ist's, was das wahre Leben bringt, und alles freut sich, alles singt. Der Höchst, wo alles lenkt, er ist's, wo an uns denkt. Er ist ein Helfer, stark und gerecht, und kommt auf die Erde als ein Knecht. Seine Krone heisst, er gehört zu Gott, sein Zepter, er kennt alle Not. Er ist, wo die Angst zum Ende bringt, und alles freut sich, alles singt. Er ist, wo an uns denkt. Vom linken Ohrenläppli bis zum rechten Zehenspitz. Hast du, grosser Gott, ein Auge auf mich? Nein, nein, das ist kein Witz. Vor Sohle bis zur Scheitel, vom Kopf bis zum Fuß. Schaust du mich an und hast mich gern und schickst mich in den Tag als Himmelsgruß. Vom linken Ohrenläppli bis zum rechten Zehenspitz. Hast du, grosser Gott, ein Auge auf mich? Nein, nein, das ist kein Witz. Vor Sohle bis zur Scheitel, vom Kopf bis zum Fuß. Schaust du mich an und hast mich gern und schickst mich in den Tag als Himmelsgruß. Und drum mache ich mich auf mit einem Stampfen in den Füßen und einem Grübeln in die Knie, einem Klatschen mit den Händen und einem Schwingen mit dem Arm, einem Lachen auf dem Gesicht und einem Blitzeln mit den Augen, einem Pumpen hoch in die Luft. Vom rechten Ohrenläppli bis zum linken Zehenspitz hast du mich gern. So, und jetzt das Ganze noch ein bisschen schneller. Und drum mache ich mich auf mit einem Stampfen in den Füßen und einem Krüppeln mit den Knien, einem Klatschen mit den Händen und einem Schwingen mit dem Arm, einem Lachen auf dem Gesicht und einem Blitzeln mit den Augen, einem Kumpen hoch in die Luft. Vom rechten Ohrenläppli bis zum linken Zehenspitz hast du mich gern. Vom linken Ohrenläppli bis zum rechten Zehenspitz hast du, grosser Gott, ein Auge auf mich. Nein, nein, das ist kein Witz. Vor Sohle bis zur Scheitel, vom Kopf bis zum Fuß. Schaust du mich an und hast mich gern und schickst mich in den Tag als Himmelsgruß. Schon vor vielen, vielen Jahren hat das Volk Israel einmal einen König wollen. Ein König ist gebig. Der darf befehlen, dann weiss man, was machen. Ein König darf man feiern. Und Gott hat Israel diesen König gegeben. Dummerweise sind Könige auch Menschen. Und vom ersten König, dem Saul, sind sie mega enttäuscht worden. Im zweiten König, dem David, ist der Opsi gegangen und beim dritten König, dem Salomo, war Israel ein prächtiges, grosses Land gewesen. Und dann ist es bergab gegangen mit dem Land Israel. Es hat noch manche Könige gehabt, mehr schlechte als gute. Und darum
haben die Israeliten auf einen wirklich guten König gewartet. Gott selber sollte kommen und ihr König sein. Wann kommt er? Eine Stimme in Israel, ein Mann mit dem Namen Zacharia, hat einmal gesagt: Freut euch, liebe Israeliten, euer König kommt. Er wird gerecht sein. Er wird euch helfen. Er wird arm sein. Er wird auf einem jungen Esel reiten. Komisch. Ein König ist doch nicht arm. Ein König ist doch stark. Der reitet doch auf einem starken Tier, auf einem schönen, kräftigen Ross, vielleicht sogar auf einem Schimmel. Der galoppiert doch so wie ein Wirbelwind durch sein Land, so wie das jeder König hat gemacht. Aber es ist so passiert, wie es der Mann Zacharia hat gesagt. Der König ist auf die Welt gekommen. Arm. Nicht in einem Palast, nein, in einem Stall. Drei Sterndeuter haben seine Sterne gesehen, leuchten von Weitem. Sie sind auf Jerusalem gereist, in die Hauptstadt. Sie haben dort im grossen Palast nach dem neuen König, nach Jesus gefragt. Hä? Ein neuer König? Von dem wissen wir nichts. Und erst nachher haben sie den Weg gefunden und Jesus entdeckt. Arm. Im Stall zu Bethlehem. Und die Leute haben noch lange nicht gemerkt, dass er der König ist. Erst, als Jesus schon bald 30 war, hat man von ihm angefangen zu hören. Wow, was der für Wunder hat gemacht. Aus Wasser hat er Wein gemacht. Einmal hat er mit 5 Brot und 2 Fischen über 5'000 Leute ernährt. Er hat den Blinden gemacht, zu sehen. Und Kranke gesund gemacht. Eben, ein Helfer war er. Und die Leute haben die Köpfe zusammengesteckt. Ist der Jesus unser König? Ist es der, wo wir auf ihn warten? Der, der die Krone trägt? Jesus hat die zielenden Leute um sich geschart. Die haben ihn überall begleitet. Jünger hat man ihnen gesagt. Und manchmal haben sie auch einen Auftrag von Jesus bekommen und ihm etwas geholfen. Heute ist so ein Tag. Jesus und die Jünger haben schon eine strenge Wanderung hinter sich. Sie sind ganz stotzig aus dem Jordantal von Jericho gegen Jerusalem hochgewandert. Jerusalem, die Hauptstadt, wird euch jetzt Jesus zum König ausgerufen? Die Jünger sind ganz gespannt. Im Dorf von Jerusalem sagt Jesus zu seinen Jüngern: Geht in das Dorf. Dort hinten findet ihr einen jungen Esel, der noch nie jemand drauf geritten ist. Tut den Esel losbringen und bringt ihn zu mir. Die Jünger sind gegangen. Tatsächlich. Sie haben den jungen Esel gefunden. Sie haben ihn losgebunden. Aber klar, der Esel gehört jemandem. Den Esel kann man nicht einfach so stellen. Darum haben die Besitzer die Jünger gefragt: Hey, was soll das? Warum tut ihr unser junges Esel losbinden? Jesus braucht, haben die Jünger geantwortet. Und die Besitzer haben erlaubt, dass sie es nehmen können. Ja, Jesus war bekannt, sogar fast ein bisschen berühmt. Die Jünger sind mit dem Esel zu Jesus gekommen. Sie haben ihre Kleider auf die Tiere gelegt und Jesus ist drauf gehockt. Und so sind sie den letzten Weg auf Jerusalem hineingelaufen.
Volk hat Gott anfangen loben für all das, was Jesus hat da. Sie haben laut gejubelt, der König von Gott kommt. Und die Leute haben mitgeholfen und auch gejubelt. Halleluja, der König von Gott kommt. Es hat aber auch die anderen gegeben, die gedacht haben, uiuiui, das kommt nicht gut. Wenn das die Römer merken, dass wir hier einen anderen König anbeten als der römische Kaiser, das gibt grossen Ärger. Und sowieso, was will denn schon ein König auf so einem schwachen Esel? Mit ein paar Fans, die hier ein bisschen rumjubeln? Puh, das ist sowieso kein richtiger König. Und darum sind sie zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, sag doch deinen Jüngern, sie sollen aufhören hier mit dem Gemüse und dem Blödsinn. Und wisst ihr, was Jesus hat gesagt? Hört, gute Männer, wenn die nicht rufen und jubeln, wenn meine Jünger schweigen, dann werden die Steine rufen und jubeln. Ich heiße Noemi. Ich habe gerne kalten Kakao. Ich bin nicht der Fürst von Monaco. Ich heiße Joel. Ich habe gerne Erdbeerkork. Ich bin nicht Prinzessin von Dänemark. Ich heiße Pascal. Mir wackelt der Zahn. Ich bin nicht der Kaiser von Japan. Ich heiße Dan. Und mich kennt nicht jeder. Ich bin nicht der König von Schweden. Aber alle sind wir. Kinderhand vom König, von dem, der regiert über Himmel und Erde. Lied vom besten König, von dem, der all das, was lebt, hat werden. Kostbarer als viel Gold und Geld, bist du für den, der die ganze Welt ganz sicher. Seine Hände geht zu jeder Zeit, an jedem Ort, schaut er zu uns und er steht zu seinem Wort. Ich heiße Christoph und esse gerne Melonen. Ich bin nicht der Häuptling von den Schoschonen. Vladimir heisse ich, gell, das geht nach Russland. Aber ich bin nicht der Zar von Russland. Mein Name ist Elisabeth Schmid. Die Königin von England? Nein, die bin ich nicht. Ich heiße Jonas und esse gerne Marzipan. Ich bin nicht der Sultan von Oman. Aber alle sind wir. Kinderhand vom König, von dem, der regiert über Himmel und Erde. Geliebt vom besten König, von dem, der all das, was lebt, hat lassen werden. Kostbarer als viel Gold und Geld, bist du für den, von die ganze Welt. Ganz sicher, in seinen Händen trägt zu jeder Zeit, an jedem Ort, schaut er zu uns und er steht zu seinem Wort. Kinderhand vom König, von dem, der regiert über Himmel und Erde. Lieb vom besten König, von dem, der all das, was lebt, hat werden. Kostbarer als viel Gold und Geld, bist du für den, der die ganze Welt ganz sicher in seinen Händen trägt zu jeder Zeit, an jedem Ort, schaut
er zu uns und er steht zu seinem Wort. Liebe Kinder, liebe Gemeinde, der Mann, der Zacharia, hat also schon recht gehabt. Jesus ist der König von dieser Welt. Aber er ist so ganz ein anderer König. Er will nicht mit den Ross und den Kriegern alles zu Boden trampeln. Nein, er ist ein Friedenskönig. Ihm ist wichtig, dass wir Menschen Frieden haben untereinander. Er will nicht im grossen Palast leben und die Leute sollen schuften für ihn. Nein, er will uns helfen, wie es der Zacharia hat gesagt. Und wie dir, liebe Kinder, das vorhin gesungen hat, zu jeder Zeit, an jedem Ort, schaut er zu uns, er steht zu seinem Wort. Jesus ist der König, der es tiefst gut meint mit jedem von uns. Und darum hat er gesungen, geliebt vom besten König. Das ist so cool zu wissen. Jesus liebt mich, ganz egal, ob ich gerne kalten Kakao habe oder Erdbeerquark, ob mir der Zahn gewackelt oder ob ich Marzipan liebe, ob ich vom Ausland komme oder gerne Melonen esse. Ich muss nicht berühmt werden, für das Jesus mich gerne hat. Es muss mich nicht jeder kennen. Ich muss nicht Fürst von Monaco sein und nicht Prinzessin von Dänemark, nicht Kaiser von Japan und nicht Königin von England. Ich muss nicht der Sultan von Oman sein oder der König von Schweden und nicht der Zar von Russland oder der Häuptling von den Shoshone. Ich muss nicht so gut werden wie der Roger Federer und nicht so berühmt wie der James Bond. Ich muss keine bekannte Eistänzerin werden und nicht einmal Bundesrätin. Was muss ich denn werden? Am besten Kind. Ihr Hang vom König, von dem, der regiert über Himmel und Erde, das Allerbeste, was wir können werden. Und wenn ich sein Kind bin, dann wird er mir schon zeigen, was ich für eine Aufgabe habe im Leben. Ein guter König wird mir dann schon sagen, was ich mal zu tun habe. Und das wird dann gerade das Richtige sein für mich. Das ist gerade wie dann, als er auf Jerusalem kam. Dann hat er ja den Jüngern auch gezeigt, was sie für eine Aufgabe haben, welches Eseli, dass sie reichen sollen. Und wie kann ich der Kind von diesem König werden? Das ist ganz einfach. Ich darf Jesus sagen, ich will dein Kind sein. Komm du in mein Herz wohnen. Komm du in mich leben. Und dann wird Jesus mich an den Hang nehmen, um Schritt für Schritt seinen Weg zu zeigen. Er wird mich nie alleine lassen. Auch dann nicht, wenn ich einen stotzigen Weg gehen muss. Und wisst ihr was, liebe Kinder? Der König wird einmal wiederkommen. Alle Leute werden dann merken, Jesus ist wirklich der König. Und alle, die ihn gerne haben, werden ihm zujubeln, wie die Jünger dann. Wird das ein grosses, wirklich fröhliches Fest geben? Ich heiße Noemi. Ich habe gerne kalten Kakao. Ich bin nicht der Fürst von Monaco. Ich heiße Joel. Ich habe gerne Erdbeerkork. Ich bin nicht Prinzessin von Dänemark. Ich heiße Pascal. Mir gewackelt den Zahn. Ich bin nicht der Kaiser von Japan. Ich heiße Dan und mich kennt nicht jeder. Ich bin nicht der König von Schweden. Aber alle sind wir. Kinder, Hand vom König, von dem, der regiert über Himmel und Erde. Geliebt vom besten König, von dem, der all das, was lebt, hat lassen werden. Kostbarer als viel Gold und Geld bist du für den, der die ganze Welt ganz sicher in seine Hände bringt, zu jeder Zeit, an jedem Ort schaut er
zu uns und er steht zu seinem Wort. Ich heiße Christoph und esse gern Melonen. Ich bin nicht der Häuptling von den Schoschonen. Vladimir heisse ich, gell, das tönt nach Russland. Aber ich bin nicht der Zar von Russland. Mein Name ist Elisabeth Schmid. Die Königin von England, nein, die bin ich nicht. Ich heisse Jonas und esse gern Marzipan. Ich bin nicht der Sultan von Oman. Aber alle sind wir. Kinderhand vom König, von dem, der regiert über Himmel und Erde. Geliebt vom besten König, von dem, der all das, was lebt, hat lassen werden. Kostbarer als viel Gold und Geld, bist du für den, von die ganze Welt, ganz sicher. In seinen Händen trägt zu jeder Zeit, an jedem Ort, schaut er zu uns und er steht zu seinem Wort. Kinderhand vom König, von dem, der regiert über Himmel und Erde. Lieb vom besten König, von dem, der all das, was lebt, hat lassen werden. Kostbarer als viel Gold und Geld. Bist du für den, der die ganze Welt ganz sicher in seinen Händen dreht, zu jeder Zeit, an jedem Ort, schaut er zu uns und er steht zu seinem Wort. Die Türen auf so weit wie es geht, es kommt der Herr von Herrlichkeit. Ein König, wie es nur einen gibt, Heil und Frieden führt er mit. Er ist, was wahre Leben bringt, alles freut sich, alles singt. Der Höchste, der alles lenkt, er ist, der an uns denkt. Drum komm, mein König Jesus Christ, du gibst der Welt die Gnade frisch. Wir sollen lernen, Frieden zu haben und mit dem Frieden fassen an. Kein Mensch ist zu gering, kein Einsatz zu viel. Dein Geist weist uns den Weg zum Ziel. So kommt dein Reich zu uns, dir sei Glaub, Ehr und Preis. Die Türen auf, so weit wie es geht. Es kommt der Herr vor Herrlichkeit. Ein König, wie es nur einen gibt, und Heil und Friede bringt er mit. Er ist's, was das wahre Leben bringt, und alles freut sich, alles singt, der Höchst, wo alles lenkt. Er ist's, wo alles denkt. Drum Wir beten, Jesus, du bist so ein grosser Gott. Du hast sogar die Sterne und das ganze Weltall geholfen erschaffen. Aber du hast auch den Schmetterling erschaffen und das wunderschöne Farbmuster auf seinen Flügeln. Danke, dass du auch mich kennst. Du siehst auch mich und hast auch mich erschaffen. Ich lobe dich. Du bist so ein grosser Gott. Du gibst dem grossen Elefant sein Essen und der Giraffe mit dem langen Hals auch.
Aber du lässt auch den Regenwurm nicht verhungern und das Käferli im Garten auch nicht. Danke, dass du weißt, was ich brauche und was ich nötig habe. Auch zu mir schaust du gut. Ich lobe dich. Danke, dass der junge Löwe das Kind sein vom König der Tiere. Und danke, dass der junge Adler das Kind sein vom König der Luft. Und danke, dass ich Kind sein von dir, dem allergrössten König, dass ich dir sagen darf, wenn ich das will. Ich lobe dich. Amen. Ganz herzlichen Dank euch allen, die euch mitgeholfen haben, den Gottesdienst zu gestalten. Euch Kinder für das Spielen und das Erzählen von Geschichten, wo Jesus als König ist eingezogen, und für das Mitsingen der Lieder. Der Esther Wittmer für das Vorbereiten von allen Theaterutensilien und das Ganze organisieren. Dem Christoph Fankhauser für die Aufnahmetechnik, für das Musizieren, das Singen und das Begleiten. Dem Hans Lanz für alle Segristendienste und euch allen für das Mitfeiern vom Gottesdienst bei euch daheim. Kinder ab 4-jährig sind am Mittwoch herzlich eingeladen zum Geschichtenschiff im Kirchengemeinshaus vom 13:30 bis 14:30. Und Kinder ab der 2. Klasse am Samstag herzlich eingeladen zur Jungschen Welle. Treffpunkt ist am 13:30 am Nachmittag beim Kirchengemeinshaus. Die Jungschen ist in Gruppe maximal 15 Personen unterwegs. Ihr alle seid herzlich eingeladen, weiter Tag für Tag unseren Adventskalender im Internet zu entdecken auf unserer Homepage. Da gibt es zum Beispiel am Montag, am 14. Dezember, ein offenes Singen mit dem Christoph Fankhauser extra für euch Kinder. Bei uns im Pfarrhaus Summracher am Bodenweg 1 könnt ihr eine Andachtshilfe für das neue Jahr kaufen, sei es ein Abreisskalender oder ein Losungsbüchli, aber auch die Weihnachtsbüchli von Alex Kurz, Kinder-CDs von Christoph Fankhauser oder die neue CD singet mit bekannten Kirchenliedern auf Mundart. Ihr alle seid auch eingeladen, einen Moment vor Besinnung einzuschalten hier in Kirche und zum Beispiel die Ausstellung von der Schwarzenberger Krippenfiguren anzuschauen. Nächsten Sonntag dürft ihr wieder den Gottesdienst mitfeiern hier im Internet, entweder als Livestream am 9:30 am Morgen oder der Zeit versetzt ein bisschen später. Der Alex Kurz wird den Gottesdienst gestalten, die Brunnenband wird spielen. Im Anschluss an Gottesdienst trifft sich der Brunnen im Kirchengemeinshaus. Teenager sind gebeten, sich bei Esther Wittmer anzumelden, für dass wir die Gruppengrösse im Griff haben. Die Kollekte, die wir heute am Morgen dazu einladen, ist für den Förderverein von unserer Kirchengemeinde bestimmt. Für das ganze Angebot für Kinder und Erwachsene von unserer Kirchengemeinde anzubieten, haben wir die Stelle von Esther Wittmer geschaffen und 60 Stellen, fast Stellenprozent von Alex Kurz als Kirchengemeinde aufrechterhalten. Das ist nur möglich dank freiwilligen Spenden, die für die Anliegen via Förderverein gespendet werden. Ein herzlicher Dank allen Spenderinnen und Spendern. Euch allen wünsche ich eine gefreute Adventszeit und eine gesegnete Woche. Wir beten jetzt miteinander zu unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aus Segenslied dürfen wir jetzt miteinander ein Weihnachtslied anstimmen, das Lied O du Fröhliche. O du Fröhliche, O
Christ ist geboren. Freue, freue dich, o Christenheit. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue, freue dich, o Christenheit. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit. Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre. Freue, freue dich, o Christenmann. Ich gebe euch den Segen mit in die neue Woche. Kein Tag soll es geben, wo du musst sagen, niemand ist da, der mich trägt. Kein Tag soll es geben, wo du musst sagen, niemand ist da, der bei mir steht. Kein Tag soll es geben, wo du musst sagen, niemand ist da, der mich gern hat. Der Friede von Gott, der viel grösser ist als unser Verstand, behütet euer Herz und euer Gedanken. Amen. Im Wallis, da steht das Matterhorn. Und Matterhorn gibt es nur eins. Verliebt, verlobt. Und was kommt denn? Zum Heiraten braucht es immer zwei. Mein kleiner Bruder hat ein Velöli. Und Redli hat es dort dran. Drei. Ein Kerzenkranz gibt es im Advent. Und Kerzen drauf hat es meistens vier. Schau mal, an deinen Händen hat es Finger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Manchmal bist du allein, manchmal sind wir zwei. Oder drei, vier, fünf zusammen. Wo kann man etwas Lungen nehmen? Ganz egal, was wir gerade tun. Gott ist dort dabei, wo zwei, drei, vier, fünf oder ganz viele Menschen zusammen sind. Im Vertrauen auf ihn schauen und so spüren, er ist da. Ist noch besser als im Lotto mal ein Sechser zu haben.